Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich nach all den Vorüberlegungen heute mit der eigentlichen Logik beginnen. Und das ist die Lehre vom richtigen Schließen. Und damit beende ich dann auch gleichzeitig meinen Logikblock in dieser Aristoteles-Staffel und wende mich anderen Themen zu. Ich bin also wie eine Folge von Amazons Blockbuster-Serie Ringe der Macht. Lange passiert nichts und kaum könnte der eigentliche Spaß beginnen, ist sie auch schon wieder vorbei. Anyway, das habe ich heute mit euch vor. Wir schauen uns heute noch einmal an, was ein Schluss ist, was ein Beweis. Und worin der Unterschied besteht zwischen vollkommenen und unvollkommenen Schlüssen. Dann kommen wir endlich zum klassischen Syllogismus. Als nächstes schauen wir uns verschiedene Schlussformen an und zu guter Letzt wenden wir auch noch unsere Modi, Notwendigkeit, Faktizität, Möglichkeit und Unmöglichkeit auf unsere Schlüsse an. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Also, lass uns beginnen. Auch wenn wir das schon ein paar Mal hatten, sollten wir uns trotzdem ganz im Stile von Aristoteles Systematik noch einmal fragen: Was ist das eigentlich, ein Schluss? Kehren wir dafür noch einmal zu meiner Definition aus der letzten Folge zur ersten Analytik zurück. Aristoteles definierte den Schluss dort als eine Rede, bei der etwas als gegeben angenommen wird. So wie wir alle jahrzehntelang als gegeben angenommen haben, dass unser Gas aus Russland kommt. Und daraus folgt nun etwas anderes notwendig. Also nicht aus dem Gas, sondern aus dem, was ich für den Schluss gegeben angenommen habe. Mein Teaser in der letzten Folge war folgender: Wenn wir die beiden Sätze hier als gegeben annehmen, erstens, politische Parteien müssen das Grundgesetz akzeptieren, um demokratische Parteien zu sein, und zweitens, die AfD lehnt das Grundgesetz ab, dann folgt daraus jetzt etwas anderes notwendig. Was daraus folgt, habe ich beim letzten Mal noch verschwiegen. Das hole ich jetzt nach. Es folgt nämlich, die AfD ist keine demokratische Partei. Und warum das der Fall ist, das klären wir heute. Zu dieser Klärung ist wichtig, dass wir als nächstes den Begriff des Beweises abstecken. Aristoteles sagt, dass jeder Beweis ein Schluss ist, aber nicht jeder Schluss ist ein Beweis. So wie Elrond in den Ring der Macht ein Elb mit schönen Haaren ist, aber nicht jeder Elb mit schönen Haaren heißt auch Elrond. Was Aristoteles hier Beweis nennt, nennen wir heute einen deduktiven Schluss. Einen Schluss, wo wir vom Allgemeinen aufs Besondere schließen und wir unterscheiden ihn zum Beispiel von einem induktiven Schluss, bei dem wir vom Besonderen zum Allgemeinen hinschließen. Wie genau funktioniert jetzt so ein Beweis? Was macht ihn wahr? Um das zu beantworten, schlagen wir einen langen Bogen zurück zur allerersten inhaltlichen Folge dieser Staffel. In der habe ich damals erklärt, was Gattung und Art sind. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, warum zum Grottenolm müssen wir uns das anhören? Ganz einfach. Weil bei der Deduktion der Beweisweg immer von der Gattung zur Art führt. Wenn ich sage, dass die Gattung Auto mit Verbrennungsmotor schlecht fürs Klima ist, dann gilt das auch für die Autoart Porsche. Denn die Autoart Porsche ist per Definition in der Gattung Auto mit Verbrennungsmotor enthalten. Als nächstes unterscheidet Aristoteles zwischen einem vollkommenen und einem unvollkommenen Schluss. Bei einem vollkommenen Schluss haben wir einen Oberbegriff A, einen mittleren Begriff B und einen unteren Begriff C. Der untere Begriff C ist ganz im mittleren B enthalten und der mittlere ganz oder gar nicht im oberen. Was Ari damit meint, dass ein Begriff in einem anderen enthalten ist, hatten wir schon beim letzten Mal. Es heißt, dass wir ihn so umformen können, dass unser erster zum Vorschein kommt. Allerdings hatte ich das einfach so in den Raum gestellt und nicht erklärt, warum das so ist. So geht das ja nicht. Denn was sind wir? Philosophen! Und was wollen wir? Begründungen! Die Begründung liefern uns jetzt eben die Begriffe Gattung und Art. Wenn wir aus A und B auf C schließen wollen, dann muss jedes C in der Art B enthalten sein und jedes B in der Gattung A. Oder keines. Dazu kommen wir gleich noch. Mit einem Venn-Diagramm lässt sich das schön veranschaulichen. So können wir sagen, dass Elrond Teil der Art Elb mit schönen Haaren ist und Elb mit schönen Haaren ist Teil der Gattung Elb. Als Terminus medius, also das B in unserer Begriffsreihe ABC, kann also nur ein Begriff fungieren, der einen anderen in sich trägt und selbst entweder in einem anderen getragen wird oder nicht, je nachdem, welche Art von Schluss wir ziehen wollen. Wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Im Beispiel eben war Elb mit schönen Haaren unser Terminus medius, auch wenn die Haare alles andere als medius sind, sondern nichts anderes
anderes als Primus. Und damit kommen wir endlich zu dem, was wir den klassischen Syllogismus nennen. Wenn wir A von allen B aussagen können und B von allen C, dann folgt daraus, dass man A von allen C aussagen kann. Wenn ich von allen Menschen sagen kann, dass sie sterblich sind und von allen Athenern, dass sie Menschen sind, dann folgt daraus, dass alle Athener sterblich sind. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das so kompliziert formuliert habe und nicht einfach gesagt habe, dass alle AB sind und alle BC und daraus folgt dann, dass alle AC sind. Auf der Oberflächenstruktur sieht man diese logischen Klassen nicht so leicht. Mit einem Venn-Diagramm können wir aber wieder schön die logische Tiefenstruktur visualisieren. Und damit ihr nicht immer nur das gleiche Beispiel hört, dass euch alle langweiligen PhilosophInnen vor den Latz knallen, hier noch ein anderes. Denn schließlich trifft der klassische Syllogismus nicht nur auf diesen einen Satz zu, sondern auf alle, die die gleiche Form haben. Alle, die die gleiche Tiefenstruktur haben. Mikrotransaktionen sind dazu da, GamerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Roblox finanziert sich über Mikrotransaktionen. Daraus folgt, Roblox ist dazu da, GamerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Konklusion ist wahrscheinlich etwas kontroverser als jene, dass alle Athener sterblich sind. Wenn ihr jetzt Hardcore-Roblox-Fans seid und schreit, das ist gar nicht wahr, Roblox ist total toll und zieht niemandem das Geld aus der Tasche, dann lautet meine Antwort darauf erstens mein Beileid und zweitens, das ist ein notwendiger Schluss, der notwendig aus den Prämissen folgt. Wenn du ihn angreifen willst und darlegen willst, dass Roblox-GamerInnen nicht das Geld aus der Tasche zieht, dann musst du beweisen, dass eine oder beide meiner Prämissen falsch waren. Denn eines ist wichtig zu verstehen. Die Logik ermittelt Wahrheit immer nur aufgrund der Struktur der Sätze. Ob die Sätze inhaltlich wahr sind, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Laut Aristoteles müssen das die Einzelwissenschaften klären. Die Logik kann nicht beweisen, dass Mikrotransaktionen GamerInnen wirklich das Geld aus der Tasche ziehen. Hierzu müssen sich Ökonomie, Ethik und Politikwissenschaft äußern. Das war also der klassische Syllogismus. Ein vollkommener Schluss, der darauf basiert, dass wir mit zwei Allaussagen hantieren. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt eine von diesen beiden Allaussagen negieren, also verneinen? Damit kommen wir zu dem schon angesprochenen Fall, dass der mittlere Begriff gar nicht im oberen enthalten ist. Wenn kein AB ist, aber alle BC, dann ist kein AC. Wenn kein Mensch fliegen kann, aber alle Athener Menschen sind, dann kann auch kein Athener fliegen. Hier auch wieder ein zweites Beispiel, um zu zeigen, es liegt nicht nur an dem Inhalt der Sätzen, sondern an der Struktur. Wenn kein Mensch Moonlight gucken kann, ohne einzuschlafen, und alle Oscar Isaac-Fans Menschen sind, dann konnte kein Oscar Isaac-Fan Moonlight gucken, ohne einzuschlafen. Im nächsten Schritt holen wir jetzt die olle TikTokerin Marlene Dietrich wieder hervor und unser logisches Quadrat von neulich weiter durchgehen. Das machen wir, indem wir eine Allaussage zu einer Partikularaussage machen. Wenn von allen A, B ausgesagt werden kann und von einigen B, C ausgesagt werden kann, dann kann von einigen A auch C ausgesagt werden. Das führt uns zum wahrscheinlich berühmtesten Beispiel der Philosophiegeschichte. Wenn alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann ist Sokrates sterblich. Auch bei dieser Schlussform gilt übrigens die Negation. Wenn A keinem B zukommt und B einigen C zukommt, dann kommt A einigen C nicht zu. Wenn kein Mensch fliegen kann und Sokrates ein Mensch ist, dann kann Sokrates nicht fliegen. Dazu habe ich drei Bemerkungen. Erstens, wenn du nicht schon ein paar Jahrzehnte Philosophiemilch geschlürft hast, sondern noch normal denken kannst, hast du dich eben wahrscheinlich gefragt, wieso hat dieser komische YouTube-Honk erst davon gesprochen, dass von einigen BC ausgesagt werden kann. Und dann Sokrates. Sokrates ist doch nicht Ikramul die Viele aus der unendlichen Geschichte, sondern bloß ein Dude. Und da hast du auch vollkommen recht. Aristoteles unterscheidet sogar manchmal zwischen Aussagen über einzelne Individuen und Aussagen über Gruppen. Aber rein logisch macht es keinen Unterschied, ob Sokrates ein Individuum ist oder Teil des Borg-Kollektivs. Sokrates ist ein Erfüllungsgegenstand der Art Mensch. Ich hoffe, der olle Ironiker verzeiht mir mal, dass ich ihn Gegenstand nenne. Jedenfalls gilt für einen Erfüllungsgegenstand das gleiche wie für eine Gruppe von 5, 50 oder 500. Solange es sich um eine Teilmenge der Gesamtmenge, in diesem Fall der Gesamtmenge Menschen handelt, kann ich von einem Sokrates das gleiche aussagen wie von vielen Sokratesen. Wenn ich also sage, wenn von allen A, B ausgesagt werden kann und von einigen B, C, dann kann auch von einigen A, C ausgesagt werden, dann sind diese einige Sokrates. Klingt komisch. Ist aber so. Ich sage hier, es gibt die Gattung Sterbliche, die Art Menschen und einen
oder mehrere Erfüllungsgegenstände Sokrates. Das Zweite, was es hierzu zu sagen gibt, ist, dass die Bedeutung der Variablen nicht zu unterschätzen ist. Dass er hier Begriffe mit A, B, C und so weiter ersetzt, war ein erster Schritt in Richtung formale Logik. Ein erster Schritt in Richtung Verwendung von Codes und Algorithmen. Ohne diesen Schritt von Aristoteles vor 2200 Jahren wäre das Computerzeitalter nicht möglich. Du kannst dieses Video nur deshalb heute auf YouTube gucken, weil Aristoteles damals in Griechenland aufgeschrieben hat, wenn alle A, B und alle B, C sind, dann sind alle A, C. Halt, stopp! Ja, ich weiß, ich habe was Ähnliches auch schon über Platons Sprachphilosophie gesagt, aber das eine macht das andere nicht falsch. Platon hat sich nur theoretische Gedanken um eine Idealsprache gemacht, die zur Formalisierung führte. Aristoteles tat wirklich den ersten Schritt und allein dafür ist sein Status als der Logiker oder als der Philosoph, wie man ihn im Mittelalter nannte, absolut gerechtfertigt. Der dritte Gedanke ist, dass an dieser Stelle Einführungen und Zusammenfassungen von Aristoteles Logik meist schon enden. Genauso wie die erste Staffel Ringe der Macht genau in dem Moment endete, als wir endlich erfahren hatten, wer Sauron ist. Wenn wir aber in den Text blicken, und ich meine jetzt wieder die erste Analytik und nicht das Silmarillion, an dem wir ja keine Rechte haben, dann werden wir feststellen, dass wir gerade mal auf Seite 7 sind. Was zur veganen Bolognese macht der olle Systematik-Freak auf den anderen 141 Seiten? Das, was wir gerade gesehen haben, nennt Aristoteles einen vollkommenen Schluss. Und wir sprachen schon darüber, ein vollkommener Schluss ist ein solcher Schluss, den ich ziehen kann, ohne irgendwelche Zusatzannahmen. Hinzu kommen aber weitere unvollkommene Schlüsse. Diese sind zwar auch logisch, aber ihre Wahrheit offenbart sich erst durch eben jene Zusatzannahmen oder Umformungen. Am Ende der ersten Analytik kommt Aristoteles dann auf 3 Figuren von Schlüssen mit jeweils 4 bis 6 Untergruppen. Die haben so ulkige Namen, als kämen sie direkt aus House of the Dragon. Sie heißen nämlich so Sachen wie Barbara, Ferio, Barocco oder Datisi. Allerdings hat Aristoteles die gar nicht selbst benannt. Nachdem der olle Philosoph jetzt die verschiedenen Schlussformen etabliert hat, kommt er um die Ecke mit Solekines, wir kennen jetzt die Schlüsse, aber ich habe euch ja vorhin schon verklickert, dass es Notwendigkeit, Möglichkeit, Faktizität und Unmöglichkeit gibt. Wie sehen unsere Schlüsse denn aus, wenn wir diese Modi auf sie anwenden? Und das dann noch alles schön durchwürfeln. Zu guter Letzt fragt er sich dann auch noch, wie sowas wie Fehlschlüsse zustande kommen kann. Ich könnte jetzt jede einzelne Prüfung, jeder möglichen Schlussfolgerung der ersten Analytik mit euch durchgehen. Aber dann könnte ich diesen Kanal auch gleich dicht machen, denn niemand würde das durchstehen. Wenn ihr die Logik von Aristoteles lernen wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als in den Text zu gucken. Ich empfehle jeder und jedem da draußen, Logik zu lernen. Aber so jetzt mal Real Talk. Es gibt didaktisch bestimmt bessere Ansätze als die erste Analytik von Aristoteles. Das ist schon allein deshalb der Fall, weil Aristoteles nur Syllogismen mit 2 Prämissen betrachtet, was nur eine kleine Auswahl von allen möglichen Schlussformen ist. Aristoteles glaubte, dass alle möglichen Schlussfolgerungen sich auf seine zurückführen ließen. Das war ein Irrtum, wie schon die Stoiker feststellen sollten. Vergessen musst du das, was früher du gelernt. Ich könnte also an dieser Stelle Schluss machen mit meiner Staffel zu Aristoteles Logik. Aber eine kleine Extrarunde drehe ich noch, denn mein Anspruch ist es ja immer etwas tiefer in die Philosophie einzutauchen, als es 90% der anderen Kanäle hier machen. Daher will ich euch zumindest ein paar andere Schlussfolgerungen als Appetithäppchen zuwerfen. Ganz so, als wäre ich Sam, ihr wärt Frodo und die Logik von Aristoteles Lembas. Schauen wir uns zunächst einen unvollkommenen Schluss an. M wird von allen n, aber von keinem x ausgesagt. Daraus folgt, dass x keinem n zukommen kann. Der Schluss ist unvollkommen, da er zunächst umgeformt werden muss, damit sich beweisen lässt, dass er wahr ist. Die Regel der Umformung, die hier angewendet wird, haben wir beim letzten Mal kennengelernt. Dass eine allgemeine Verneinung allgemein konvertibel ist. Wenn m keinem n zukommt, dann kommt auch n keinem m zu. Dann haben wir also den Schluss, kein n ist m,
aber alle M sind X, daraus folgt, kein N ist X. Und warum zum Lower Decks Redshirt musste ich eigentlich ausgerechnet die beiden Variablen nehmen, die sich akustisch am schwersten unterscheiden lassen? Nehmen wir daher schnell ein Beispiel, um das anschaulicher zu machen. Erdenschwerkraft kann kein Gürtler, aber jedes UN-Mitglied aushalten. Das können wir umformen in: kein Gürtler kann die Erdenschwerkraft aushalten, aber jedes UN-Mitglied kann die Erdenschwerkraft aushalten. Damit ist Erdenschwerkraft zu unserem mittleren Term geworden und wir können folgern, dass kein Gürtler UN-Mitglied ist. Was wir hier gemacht haben, ist nämlich, dass wir aus dem unvollkommenen Schluss durch eine Umformung wieder einen vollkommenen Schluss gemacht haben. Yes! Yes! So, bald haben wir es. Uns fehlen nur noch die Modalitäten. Erinnert euch, laut Ari kann ein Satz notwendig wahr sein, er kann faktisch wahr sein, es kann die Möglichkeit bestehen, dass er wahr ist, oder die Unmöglichkeit. Je nachdem, an welcher Position in unserem Syllogismus jetzt welcher Modus steht, folgt daraus Unterschiedliches. Ganz so wie Unterschiedliches aus den hohen Gaspreisen folgt, je nachdem, welche Zahl auf meinem Kontoauszug steht. Wenn der Obersatz allgemein und notwendig ist, dann wird auch die Schlussfolgerung notwendig sein, stellt Aristoteles fest. Wenn A notwendig allen B zukommt und B faktisch einem C, dann wird A notwendig auch diesem C zukommen. Alle Menschen, die mit Corona infiziert sind, sind notwendig krank. Wenn ein hustender Mensch faktisch mit Corona infiziert ist, dann ist er auch notwendig krank. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die notwendige Negation des Obersatzes. Wenn jetzt aber A faktisch B zukommt und B notwendig C, dann ergibt sich daraus kein notwendiger Schluss. Denn es besteht immer noch die Möglichkeit, dass A keinem C zukommt, auch wenn es faktisch so ist. Alle kranken Menschen sind faktisch mit Corona infiziert. Ein kranker Mensch hustet notwendig, dann ist in diesem Fall der Hustende faktisch mit Corona infiziert, aber nicht notwendig. Übrigens folgt auch aus diesem Herbst, dass wir alle wieder Masken tragen sollten, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. Okay, wie sieht es mit der Möglichkeit aus? Oder wie man sie auch nennt, mit der Kontingenz? Etwas ist möglich, stellt Ari fest, wenn es weder notwendig noch unmöglich ist. Eine spannende Eigenschaft der Möglichkeit ist, dass sie sich im Gegensatz zur Notwendigkeit und Unmöglichkeit umkehren lässt und immer noch wahr ist. Es ist möglich, dass X und es ist möglich, dass nicht X können beide wahr sein. Hingegen kann es ist notwendig, dass X und es ist notwendig, dass nicht X nicht beide wahr sein und genauso mit der Unmöglichkeit. Ari präzisiert noch einmal, dass es zwei Verwendungen des Begriffs Kontingenz gibt und hebt damit den Widerspruch auf, der sich aus den unterschiedlichen Verwendungen in den Interpretationen und am Anfang der ersten Analytik ergab. Wir nennen etwas kontingent, wenn es faktisch sein kann, aber weder notwendig ist noch unmöglich. In dieser Verwendungsweise ist es kontingent, dass Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Demokratie ist. Es ist aber unmöglich, dass Deutschland von einem Drachen regiert wird und es ist notwendig, dass Deutschland, sofern es existiert, ein Land ist. In der zweiten Verwendungsweise von Kontingenz meint sie, etwas kann die Möglichkeit besitzen, etwas zu sein, was es noch nicht ist. So wie die FDP die Möglichkeit hat, im niedersächsischen Landtag zu sitzen, dies aber nicht macht. Okay, zutreffender ist vielleicht, ein Samenkorn trägt die Möglichkeit, ein Baum zu werden, in sich ist dies aber faktisch noch nicht. Merkt euch das. Wir kommen im Zuge der Metaphysik noch einmal darauf zurück. Wir können jetzt alle Schlüsse, die wir kennengelernt haben, mit einer möglichen und einer faktischen Prämisse ziehen. Wenn eine Prämisse möglich ist, folgt daraus immer ein Schluss der Möglichkeit. Genauso fällt es sich mit einer notwendigen Prämisse und einer möglichen. Wenn alle Sessel notwendigerweise Sitzgelegenheiten sind und einige Sessel möglicherweise blau, dann sind einige Sitzgelegenheiten möglicherweise blau. So, jetzt habe ich euch wirklich genug gelangweilt. Es wird Zeit, dass wir die Logik hinter uns lassen. Wärt ihr StudentInnen der Philosophie im Mittelalter, dann hättet ihr jetzt euer Grundstudium absolviert. Ihr hättet quasi einen Bachelor in Philosophie erworben. Ihr habt jetzt das Handwerkszeug gelernt, um euch inhaltlich mit den Fragen der Philosophie auseinanderzusetzen. Doch bevor wir uns der erhabensten und abgehobensten aller philosophischen Disziplinen, der Metaphysik, zuwenden, machen wir zunächst einmal eine kleine Pause vom Aristoteles und wenden uns das nächste Mal etwas anderem zu.
Ihr dürft gespannt bleiben. Doch halt, bevor ihr geht, habe ich noch eine letzte Schlussfolgerung für euch. Wenn alle Philosophie-Interessierten gerne richtig gute Videos auf YouTube schauen und die AbonnentInnen meines Kanals regelmäßig richtig gute Philosophie-Videos serviert bekommen, dann solltet ihr alle meinen Kanal abonnieren. Na, wer findet den Fehler? Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Doch halt! Kein N ist X. Ah, es lief schon. Kein N ist X. Oh, jetzt kommt noch die Sonne raus. Kein N ist X. Wie viel sind's?